Part 2. Oje, oje. Was macht er denn da, Leute? Was macht er denn? Jetzt wird's deftig, Freunde. Jetzt wird's deftig, Freunde. Jetzt wird's deftig. Jetzt steht einmal Hardcore. Da sieht man vielleicht kurz Backstage, was da alles so passiert. Das ist ein bisschen crazy little thing called da. Nein, das wollen wir nicht haben. Was macht er denn da? Nein, das wollen wir nicht haben. Was macht? Was für... Nein. Was tust du, Trautl, da? Alter, was, ich weiß es was nicht. Ist ich weiß los es mit nicht. Dir? Ich weiß es also, nicht. Das geht, so geht's ja gar nicht. Jetzt sind wir wieder heraus. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir live on stage, live on geil. Part 2 von der legendary Oldie Crow Bros Christmas Afternoon Show. Das ist ein ziemlich langer Name. Aber, und jetzt sind wir wieder alle da. Was machst du da? Jetzt sind wir wieder da. So, jetzt lass deine Wichse. Wir sind wieder da. Hallo Melli. Wir sind wieder Hallo, back on stage. Und wir sind wieder ziemlich Christmas-like, darf ich sagen. Ja. Auch auf YouTube dann später. Freunde der Nacht. Huren der Nacht. Danke für die Herzen. Wer schickt eigentlich die Herzen? Ist es die Melanie? Oder wer ist es? Wer schenkt da Herzl? Oder Applaus? Oder Likes? Oder was ist das? Wer auch immer das jetzt geschickt hat, soll bitte I einschreiben. Die Frage, die Fliege. Ja, jetzt hat er es runtergehen. Wir sind leider nicht mehr im Christmas Mood. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Melli. So lobt man sich das, wenn wir Herzen kriegen. Die ist ja vorgestellt worden. Was ist? Das ignoriere ich. Entweder man sagt meinen Vornamen oder nicht. Steinmarin. Nein, Wanni. Es führt sonst zu Verwirrungen, wenn ich Wanni sage. Deswegen sage ich jetzt Steinmarin. Das ist nicht best gemeint. Aber es ist kein anderer Mani da. Deswegen sage ich einfach Mani. Ist okay? Alter Daul. Oder Alter Daul, kannst du auch sagen. OD kannst du auch sagen. Lord, wisst. Lord eher nicht. Mostige da. Melli, Mostige da. Mostige da. Don Mosti, oder wie ich früher gegessen habe halt. Der Wolfgang muss uns einmal noch ein Bier trinken, weil sonst geht da gar nichts weiter. Genau. Und wir sind, wie gesagt, wieder da. Zum Part 2. Wir haben eine kurze Pause gemacht. Eine kurze, und lange Pause? Es hat wer anonymer bei uns angehört, aber der Nachbarin, das war ein bisschen unheimlich. Und ist unten reingegangen bei irgendeinem anderen, der dürfte einfach ziemlich besoffen gewesen sein. Und die Crystal Berg ist da, Crystal Meth Bird. Frohe Weihnachten übrigens an alle, die was wir noch nicht gratuliert haben. Frohe Weihnachten, ihr Geilen. Alle braucht feiert, dann ist auch wieder back, das gefällt mir natürlich. Dani ist back in the hood. Back in the hood und... Kann man bei Instagram auch wenn zum Moderatoren benennen? Nein, das gibt's da gar nicht. Das ist eigentlich schon... Hallo, Betsy ist auch da. Burgi, wer ist die Betsy? Frohe Weihnachten. Ich weiß nicht. An die Betsy. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, ihr geilen Ficker. Oh, jetzt kann ich es lesen. Ohne Brühen ist es ein bisschen schwierig, aber freut mich, dass ihr da seid. Und wie ihr seht, geil. Egal ob Heiligabend oder nicht, der steht immer. Der steht immer, Freunde. Advent, Advent, mein Schwengel brennt. sag doch bitte. Advent, Advent, ein Lichtel brennt, erst eins, dann zwei. Dann 3, dann 4 und dann steht er mir. Ich meine, was gibt es denn Schöneres? Ich schaue aus wie vom Weihnachtsmann so ein Wichtel oder wie so ein alter Schlumpf. Die Petra! Na. Ist das die Petra? Die Betsy ist nicht die Petra. Weiß ich nicht, das die Dani hat geschrieben, die Petra. Na, vielleicht heißt Betsy einfach im Spitznamen Petra. Oder Petra? Betsy? Oh, Betsy, blablabla. Gut. Die machen jetzt ein Lied. Das ist die Little Mu. Wir machen jetzt die Little Mu. Willst du das überhaupt hören? Ich glaube schon, gell. Die Little Mu geht immer. Da gibt's ja gar. Die Little Mu. Hallo Petra. Ja, ist die Petra. Alright, Petra. Frohe Weihnachten, Petra. Danke sehr, das gefällt mir. Du Schleimerin, du. Nein, ist nicht Schleimerin, das ist einfach nur nett. Ja, aber meine Fliege ist besser als dein Mützen. Oder Melli? Man kann sich für ein und für ein bieten, aber. Nein, das muss die Melli beantworten. Warum? Du wirst nicht mehr besser. Wenn die Melli sagt, meine Fliege steht mir besser, dann gib ich es vielleicht nochmal auf. Danke sehr. Danke sehr. Betsy. Betsy Petra. Betsy Bär.
Bezi Bär. Wir machen jetzt eine Eigenkompensation. Die Little Mu. Dein Little Mund, my Little D. Ein kleines Wichtelchen, ja sicher. So. Schau, ob du morgen davor deine Geschenke vom Christbaum links siehst. Oder hast du schon ausgepackt? Man weiß es nicht. Dein ich krieg meine Geschenke erst später. Gell, Melli? Wait a minute, Mama. 50%. Wir sind noch nicht on. LAPTOP H0C6V8BF. Muss ich jetzt mein Anzug und mein Fliege anziehen, Melli? Für dich? Ja? Oder ja? Ja oder. Oder ja? Na ja. Dann, was hast du na ja? Warte. Da gibt ja. Betsy, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Essen und Bett. Und Männer im Anzug. Und Fliege. Ich meine, hallo. My little moon. Und my little bee. Ja, they can zaum. Sonst wären sie hier. Dein little moon. Und my little bee. Schau in die Sand auf, frohe Weihnachten. Ja, wir gehören zusammen. Welche Jenny? Janine. Mona. Sonst wären sie hin. Naja, Männer sind auf Platz 4. Wow. Ganz schön müde, oder? Und irgendwann penetriere ich dich. Und irgendwann da besam ich dich. Und irgendwann da ist für wieder und Schnur. Schluss. Du blöde Hur. Dein little Dee. Und my little Dee. Dankeschön. Und Melli, besser? Ja, they can zaum. Ah, natürlich für Marcel vor Weihnachten. Sonst wären sie hier. Dein little Moo. Und my little Dee. My little Dee. Ja, they can zaum. Sonst wären sie hier. Hast du nicht gemacht? Und irgendwann penetriere ich dich. Und irgendwann da besam ich dich. Dankeschön. Und irgendwann da ist der Mittagsschnur. Was ist los? Du blöder Arsch. Du blöder Arsch. Special Edition. Was heißt das, ich verstehe nicht, ob ich wirklich ich das bin. Natürlich bin ich das. Ja, hallo? Jetzt habe ich mich extra schick für euch alle gemacht. Vor allem für die Melli. Da hilft einer mein Anzug, da hilft gar nichts. Nur gut? Ja, es macht nur der Anzug. Kleider machen Leute. So ist naja, es. So ist es. Und trotzdem, ich muss sagen, ich habe einen Anzug. Also von dem her. Was sollte mir jetzt dran stören? Was? Also. Kenn ich dich gar nicht so schick. Also, gerne ein Minion einmal. Ich bin immer schick unterwegs. Nur nicht so schick. Ich meine, ich kann gern immer so schick unterwegs sein. Aber dann schauen mir die Leute blöd an. Das muss ich mal gesagt haben. Die schauen die sowieso blöd an. Naja, aber noch blöder sonst. Und die Leute schauen echt schon blöd rein. Da gibt er recht. Und ein Bait. Auf einmal random und ein Bait. Ja, Vollgas. Einfach so. Random und ein Bait. Random und ein Bait, Mama. Random und ein Bait. Also, mir und ein Bait. Das ist das beste Weihnachtsgeschenk, hast du gehört? Gell, Melli? Aber die ist da. Naja. Man darf nicht gleich alles auszupulvern. Naja, aber. Die Masken fällt, na ja. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen, Melli? Ich muss es auszupulvern, ich bin Lauch. Und eine Dani, mit der ich kuscheln kann, Goi, Dani. Goi! Lieb. Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die gerade ein bisschen besoffen sind, oder? Du musst ein bisschen geil sein. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen geil. Ja, aber wenn ich geil bin, schreibe ich nicht komplett. Aber ich schon. Du reißt es mir so. Gerade wenn ich geil bin. Die Pumpen gehen auf 180, reißen tut es mir so. Und irgendwas da im Unterleib passiert auch gerade. So.
Habt ihr alle, die was gerade neu dazugekommen sind, brav gefeiert? Ich schlafe mit einem Seitenschläferkissen. Ja. Natürlich haben sie alle brav gefeiert, gesoffen und noch mehr. Und deswegen prost mal jetzt an, du alter Bär. Ja, das war jetzt lieb. Er hat alter Bär gesagt. Ich hab gereimt sogar. Ich hab gereimt und nicht geschleimt. Bist ja kein Lauch. Pass auf, Nelly. Pass auf jetzt. Was macht denn der Alte jetzt schon wieder? Das ist Wahnsinn. Wo ist jetzt die Gehhilfe her? Ja. Nein, das ist ja Wahnsinn. Du musst mal daherkommen. Lauch. Melli. Lauch. Verstehen wir uns jetzt? Lauch? Gut. Aber ich bin nüchtern, meine Ehen. Aber das ist ein dünner Lauch. Das ist echt ein dünner Lauch. Naja, geht so, feiern ist nicht so meins. Ich kenne an, da bist du ein Viech dagegen. Ah, ich glaube nicht. Du bist, sie kennt an, da bist du dagegen eher ein Viech. Ich bin sowieso ein Viech. Ich bin sowieso ein Viech. Ist halt so. Was soll ich machen? Cheers. Ja, ein guter Schlauch. Das war ein Lauch und kein Schlauch. Naja. Nein, nein, nein. Du kannst ja mal so ein Schlauch sagen, das ist wurscht. Part 2 unserer Christmas Afternoon Show und es geht schon wieder Vollgas um, weil nüchtern sind wir bei Gott nicht mehr. Der Wolfgang hat nichts getrunken, aber wohl, ist nicht mal nüchtern. Und deswegen singen wir jetzt, Melli, hast du einen Liedwunsch? Lauchschlauch. Der hat dünnere Arme als ich. Hey. Ja, das ist echt schlimm. Bisschen dünner Schlauch. Also lieber klar und ein bisschen stämmiger. Ein bisschen Durchmesser oder. Sauern? Sauern? Anstatt dass man so ein Spaghetti hat. Finde ich auch. Was, das ist dann so unangenehm wie eigentlich beim Corona-Test, wenn du mit so einem Stabel in ein Loch reinfährst. Ja, du weißt, dass was drin ist, aber in Wirklichkeit spürst erst was. Wenn es wieder draußen ist und. Ja, und dann eigentlich spürst du gar nichts. Nein, eigentlich nicht. Außer wenn die Nase reingeht. Ja, dann schon. Aber will man das? Nein, das will man nicht. Nein. Haben wir das geklärt? Aber danke, Melli, dass du mich so aufbaust. Das finde ich wirklich sehr lieb von dir. Dirty Christmas, Mahlzeit, ja. Ja, sicher, wie eine Frau was gespielt, sicher. Melli, danke. Wenn du einen ordentlichen Riesel zwischen die Haxen hast, dass du geht, für oder? Mich da bist. Ne? Freunde der Nacht, das ist halt wieder so tief. Tiefer kann es sein, vor allem nicht an Heiligabend. Am fucking Heiligabend, an meinem Namenstag. Und wir scheißen an meinem Namenstag. Und keiner wünscht mir irgendwas Gutes zum Namenstag, ihr Arschlöcher. Vielleicht, weil keiner will. Oder weil es keiner weiß. Oder weil es einfach nicht relevant ist für den heutigen Abend, weil relevant ist halt nur eins, nämlich... Die Nase brennt wie Sau. Der alte Hauptfinger. Nase brennt wie Sau. Ja. Der alte Hauptfinger. Auf dem Hauptfinger. Auf dem Hauptfinger. Und auf euch, dass ihr uns zuschaut. Ihr und euch den Scheißdreck gebt an Heiligabend. Ihr geilen Ficker. Dann alles... Ja, da wünscht man sich wirklich alles Gute. Also du sagst das, genau. Es ist alles zeitverzögert. Ein bisschen, aber sie hören es natürlich auch. Naja, ich glaube auch. Das habe ich schon getan. Ich weiß nicht. Wir wissen nicht mehr, auf was ihr antwortet, das wissen wir nicht mehr. Wenn's tut mir leid. Weißt du noch? Nein. Weißt du, normalerweise gibt man vollständige Sätze, ganze Sätze. Das sage ich auch immer in der Schule. Gebt's, schreibt's und sagt's vollständige Sätze, weil wir kennen alle rein, wir kennen alle artikulieren. Das Problem ist nur bei Instagram, es ist alles ca. 30 Sekunden zeitverzögert. Was triggert dich? Mich triggert das? Schau, das ist schon wieder so. Was triggert dich? Was? Und die geile Fliege und der Anzug. Ich hab da angeboten, der ist gern gekommen. Oder? Nein? Graz ist ja zu weit weg. Nein, es ist auch nicht ums Haus weg. Ja, Scheinereien übrigens schon wieder. Aber was? Scheinereien. Schönerein, ja. Nein, es hat sich gerade gereimt. Ich habe gesagt, Schönerein. Achso, Schönerein. Das ist so wie Schüttel der Pommowitz, glaube ich. Schüttelerein. 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 Was triggert dich? Die Zeitverzögerung. Ach, das triggert sie. Ah, okay. Aber dafür haben wir erstklassige Qualität
Und du kannst ruhig den alten einmal snappen? Ja, dann haben wir keine Zeitverzögerung. Nein, dann ist alles. Dann ist alles schön de la fein. Schön de la fein, so soll es sein. Gut, was machen wir denn? Machen wir einen Grinch-Song? Nein, den machen wir zu Silvester. Falls da über eine Party steigt. Das ist alles noch wir machen eigentlich ziemlich alles spontan. Das war heute ja eigentlich nicht spontan, aber wir machen eigentlich ziemlich spontan. Das ist alles so crazy. Also crazy people. Wir sind crazy und wir sind crazy. Crazy, ja. Was machen wir? Ja, in Junau, weißt du, Melli? Junau ist so richtig scheiße, weil das ist nur so ein kleines Büttel und das kann gar nichts. Das kann wirklich gar nichts. Wir haben es, ich glaube, zweimal haben wir es probiert bis jetzt. Zweimal haben wir es. Oder dreimal? Vier, fünf Mal? Ja, ja, sowas. Wir haben es ein paar Mal probiert. Und das hat uns ein bisschen. Und das hat uns getriggert. Weil das ist wirklich einfach nur. Das geht gar nicht. Nein. Das geht einfach gar nicht auf Kakuhaut. Bei Instagram, bei Lovo, bei YouTube, da sieht man uns ganz. Ja, aber bei uns ist. Wolfgang, sag's ja. Wenn sie mir nicht glaubt, dann musst du ja das. Nein, Moment. Glaub, oder vielleicht haben wir einfach einen Scheiß gemacht. Vielleicht haben wir einen Scheißdraht. Meli, haben wir einen Scheißdraht? Wie wir live gegangen sind? Ich hab's probiert zum Abziehen, aber es ist nicht gegangen. Ich gehe jetzt auf YouNow, okay? Weil mein Handy liegt ja da. Nein, weißt du, was das ist? Das war bei. Wie heißt denn. YouNow? Nein, wie heißt denn die Gamer-Seiten? Nicht wo? Twitch. Auf Twitch war das nein, mit dem scheiß Eisbären. Ja, sicher, da war das kleine. Schau. Wo bist denn du jetzt drin? Auf YouNow. Ich bin jetzt auf YouNow. Ja, das kannst. Das sieht keiner, was kann man. Okay. Da sieht man genau nur so einen Teil. Nur so einen fucking Teil, okay? Ja, das ist einfach. Und das sind so crazy Leute. Da haben wir. Ich hab das einmal am Sonntag gemacht und haben uns da mit Leuten unterhalten. Das war einfach nur scheiße. Da haben, ich glaube, da haben Computer mit uns geschrieben, oder? Das war André. Wo wohnst du? War das bei Bigo oder wie das heißt? Nein, das kann durchaus. Oder war das da? Das war ein Computer. Das war einfach nur Kacke. Das war so geht's auch nicht. Das ist komplett Katastrophe. Wirklich Katastrophski. Was hab ich schon Benachrichtigung gekriegt? Dass ich online bin. Aha. Aber trotzdem ist es irgendwie total beschissen, Freunde. Es ist komplett bekackt. Nein, das kannst du nicht. Auf YouNow ist es komplett bekackt. Ihr seid so eine Trottel, was da online sitzt. Ja, außer die Melli ist online. Wenn die Melli dort online ist, dann ist sie kein Trottel. Aber man sieht uns nur so zur Hälfte. Nein, das ist ja Katastrophenwichte. Das kann gar nichts. Das kann echt nichts, ne? Jeder hat gesagt, wir machen ein Lied. Über ein Thema, das vielleicht nicht unbedingt so lustig ist, aber definitiv. Du sind hauptsächlich Hater. Okay, du bist mir. Es ist aber trotzdem Arsch. Wir haben einen Zuschauer auf YouNow. Ja, mein Arschloch zu drehen, weil ich hab Hämorrhoiden. Ja, das zeigt, es brennt wie eine Sau. Weißt du eigentlich, wie sich sowas anfühlt? Na, du hast keinen Tau. Sag's, geh du doch nicht so blöd. Was ist denn dabei so schlimm? Ha! Ein paar Wimmerl immer. Medi, das geht jetzt einmal nicht auf. Ich glaub wirklich, ich bin schmied. Ja, mein Arschloch tut weh, weil ich hab Hämorrhoiden. Ja, das zeigt, es brennt wie eine Sau. Weißt du eigentlich, wie sich sowas anfühlt? Na, du hast keinen Tau. Siehst, wie mir das weh tut. Beim Heißel geh ich allein schon da. Rede nicht so mit mir, wenn's nicht weißt, wie das ist. Du hast das nicht, sei einfach froh. Ja, mein Arschloch tut weh, weil ich hab Hämorrhoiden. Ja, das zeigt, es brennt wie eine Sau. Weißt du eigentlich, wie sich sowas anfühlt? Na, du hast keinen Tau. Alright. Also du hast gerade gesehen, YouNow ist einfach Arsch. Es ist beim Handy einfach, es geht auch. Das geht auch gar nicht. Also. Laptop-Parts vielleicht? Ja, eigentlich logisch. Scharfe Essen und Blähungen, das ist der Grund, warum ich es jetzt hab.
Warum bin ich so blöd? Ich kann das besser wissen. Wozu muss ich dann noch einmal sagen? Damit du steckst! Ja, mein Arschloch tut weh, weil ich hab Hämorrhoiden. Ja, das zeigt, es bringt wie Sau. Weißt du eigentlich, wie sich sowas anfühlt? Na, du hast keinen Tag. Das haben wir schon rekord. Aber das hilft auch nix. Wir würden mit dem Handy gern streamen und treten mit dem Laptop. Aber geht's noch? Ja, mein Arschloch tut weh, weil ich hab Hämorrhoiden. Ja, das zeigt, es brennt wie eine Sau. Weißt du eigentlich, wie sich sowas anfühlt? Na, du hast keinen Tau. Ja. Du bist auch Haterin. Von Musti, wer ist der Little Musti? Der Musti. Musch von der Musti, wer ist das? What the fuck ist ein Musti? Vielleicht sowas wie ein Muskelmann. Ich hab einen Musti im Arsch. Was heißt das? Ich weiß jetzt nicht erfahren. Alright. Ja, wie gesagt, wenn wir jemand Vorschläge, Musterbasch. Das kennt ja keiner. Das kennt ja keiner. Hört sich auch wie eine Krankheit, Geschlechtskrankheit. Das würden die Leute lieber bei uns zuschauen und was Gescheites lernen fürs Leben. Genau, sie sollen wissen, dass. Ne, was eigentlich? Ich bin jetzt gerade nochmal live gegangen, nur für die E-Mail. Bist du bei mir live dabei? Bist du das? Irgendwer schaut aus Mitleid zu. Schau, wie kacke das ist. Müssen wir so weit wegkommen. Das ist einfach nur bescheuert. Also fürs Handy absolut. Absolut ein No-Go. Ein No-Go. Da ist sogar Bigo noch besser. Die verstehen euch alle nicht. Also müssen wir vielleicht Hochdeutsch sprechen. Sehr geehrte Damen und Herren. Hallo, ihr scheiß Beef-Chinesen. Wir sind die alten Dodeln. Wir sind die alten Dodeln. Die alten Trotteln. Die alten Spackos. Und wir sind jetzt hier live auf YouNow. YouNow? Keiner versteht. Kein alter Schwanz versteht uns. Wir trinken gerade ein Bier und ein bisschen Apfelschorle und haben jetzt unsere Brotzeit. Hallo Melli. Alles okay? Danke für deine Daumen nach oben. Gut. Ist die Verzögerung da auch so schlimm? Aber man sieht mich noch halbwegs. Also ja, dann müssen wir jetzt auch rein. Ich glaube, dass die Verzögerung da sehr human ist, im Gegensatz zu Instagram. Aber man kann es nicht mehr aussehen. Es ist ja dem so. Hi Melli mit Krone. Gut. Bei Instagram ist es halt ein bisschen schlimmer, gell? Die Verzögerung. Aber das macht auch nichts. Wir können uns ja sowas super unterhalten. Was sagst du nicht bei mir ganz? Aber da ist die Kamera da, da muss ich sowieso schauen. Dann schaust du halt ein bisschen runter. Ich weiß, dass auf Instagram voll schlimm ist mit der Verzögerung. Es ist halt leider immer so, gell? Lovo hast du ja wahrscheinlich nicht, wie ich die kenne. Da ist die Verzögerung überhaupt gar nicht schlimm. 542 Fans hast du zu meinem Broadcast eingeladen. Was? Warum hast du kein Lovo mehr? Ja, vielleicht hat sie keinen Bock auf den Scheiß. Ich hab nur gefragt, warum sie kein Lobo mehr hat. Ja, ich sage nur. Vielleicht hat sie keinen Bock auf den Scheiß. Oh, ich frag mal. Ach, mir beißt das schon. Also, dein Profilbild ist echt gut. So, machen wir weiter. Sind halt alles noch Trotteln unterwegs, gell? Das nicht, das kannst du selber singen. Dann sag was anderes und tu bitte das Handy weg. Na, sonst bringt es nichts, dass wir da streamen. Wir streamen und streamen und streamen. Melli, wir sind jetzt wieder nur mehr bei Instagram live. Es tut mir echt voll leid. Auch wenn die Verzögerung da ein bisschen schlimm ist. Bei YouTube sieht man es ja Gott sei Dank nicht. So ist es. Und ja, passt. Dann wieder auf Insta. Ciao, ciao. Wie beendet man das? Ach du heilige Scheiße. Ohne Scherz. Der Wolfgang braucht ein Bier. Ein Schnupfen noch. Das. Und das schnell.
Ja, schön. Weil, da war ich da. Wie wär's mit da ist ein Hur? Ja, da ist ein Hur. Ja, da ist ein Hur. Ladies and Gentlemen, da ist ein Hur im Original. Da hier, ist ein Hur. Hier ist ein Mensch. Ich meine, hier ist ein Mensch, wie kann man das am besten umtexten, dass also da ist ein Hur, nicht besser. Melli, bist du jetzt da? Sie ist da, ich glaube, es sind drei Zuschauer. Ich hoffe. Kennst du ihren Namen? Ihren Namen kennst du nicht. Sieh zu ihr hinüber und dann kennst du ihr Gesicht. Da ist a Hure, schick sie nicht fort und nimm sie her. Und das richtig hart. Da ist a Hure, den will zu dir. Du hast einen Schmaus. Du hast einen Schmaus. Steck ihn doch rein. Ja, super. Steck ihn rein. Und fix sie hart. Steck ihn rein. Und fix sie hart. Da ist a Hure, den will zu dir. Das kennen wir nicht, erklär uns auf. Du willst das nicht hören. Wer sowas fickt, sagst du, hat er jetzt. Ohne Corona. Aber du probiert es nicht an. Du weiter und fix sie fest. Saps ist wieder back. Da ist a Hure, schick sie nicht fort und nimm sie her. Und das richtig hart. Da ist a Hure, der will zu dir. Du hast einen Schwanz. Du hast einen Schwanz. Steck ihn doch rein. Steck ihn rein. Und fix ihn fort. Steck ihn rein. Und fix ihn fort. Da ist a Hure, der will zu dir. Wir sehen noch mein BH für die Melli. Steck ihn rein und fix ihn fort. Steck ihn rein und fix ihn fort. Da ist a Hure, der will zu dir. Und steck ihn rein. Mein BH willst du hören? Ja, nein, wir machen einfach mein BH. Sie hat über mein BH geschrieben, das werden wir einfach so aufnehmen. Aber Melli, schön, wenn du kein BH hast. Ja, oder? Ja, du hast das einfach nötig. Du hast das sei mir nicht böse. Du weißt ganz genau, dass ich es nie nötig habe. Nein. Das weiß jeder, was mich besser kennt. Du hast das, bist der Nötiger. Du bist der Nötiger. Ich bin kein Nötiger. Du kleiner Minderjähriger, du. Ihr singt für uns alle und das ist super. Ja, natürlich. Aber es ist hauptsächlich singen wir für die und für die Dani. Genau. Wer ist jetzt eigentlich die, alles noch da? Der Wolfgang singt für die Dani und ich singe für die. Daniela, Crystal Meth ist auch noch immer da. Wow, schon lange nichts mehr gehört. Ist ziemlich im Background. Ja, sicher würde man das down maybe. Backstage? Komm, liegt auf der Hand. Nice, wirklich nice. Aber was, was wir noch nie live performt haben? Die Schleifen muss ich. Weil ich bin geil. Haben wir noch nie gemacht? Das machen wir jetzt da. Premiere live beim Stream. Weil ich bin geil. Weil ich bin geil. Hallo Cori Bonita. Ist das deine Schwester? Richtig, genau. Hallo Sis vom Wolfen. Ich mache jetzt da. Alles Gute. Und wie sagt man denn? Ja, zur Verlobung. Alles Gratulation Gute. Gratulation zur Verlobung. Sehr schön. Das ist einmal eine richtig schöne Weihnachtsüberraschung. Halt's im Hintergrund, Daniel, okay. Ladies and Gentlemen, wir machen jetzt davon Afro-Man because I got high. Ich fang an, oder? Weil ich bin geil. Ich fang an. Und was gibt's Schlimmeres, bitte? Also Heiligabend einfach nur geil zu sein. Und das geschieht. Nicht von Graz aufwärts zu fahren. Ich will nach Graz runterfahren. Du fangst an. In der Früh, wenn ich aufstehe, bin ich schon geil. Im Bett da steht ein Schwanz, weil ich bin geil. Wenn ich schon in der Dusche bin, dann bin ich geil. Dann bin ich geil. Dann bin ich geil. Dann bin ich geil.
Ba-da-ba-ba-ba. Kaum denk ich ans Arbeiten, da bin ich schon geil. Ba-ba. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, aber ich bin geil. Ba-da-da-da-da. Scheiß die Chefin mit zusammen. Alter, hörst du, bin ich geil. Oh, da werd ich geil. Da werd ich geil. Weil ich bin geil. Bro, tell me your story, Mama. Geh auf Facebook, ey. Ja, da wär ich geil. Schau ich da und auf Insta. Da bin ich geil. Ba-da-da-da. Am schlimmsten ist es bei Labu. Da wär ich geil. Ha-ha, da wär ich geil. Da wär ich geil. Ja, da ich bin geil. Da-da-da-da-da-da. Geh ins Freibad, da wär ich geil. Egal ob Gras kommt, mir ist das wurscht, da wär ich geil. Ba-da-da-da-da. Selbst der Bodemaster da drüben macht mich geil. Ich glaub, er ist geil, weil ich bin geil. Da war geil. La-da-da-da-da-da-da. Geh ins Altersheim, ja, da wär ich geil. Die Oma Sonne 10 machen mich geil. Ba-da-da-da. Selbst die Türkenpflegerin macht mich so geil. Ha-ha, sie macht mich geil. Sie macht mich geil. Ich bin geil. Da-da-da-da-da-da. Ich bin jeden Tag im Laufhaus, weil ich bin geil. Aber keine Wübe mehr flacken, ich bin dauergeil. Den Ombre in der Hosen macht sie nicht mehr geil. Oh, oh, ich bin geil, die Hosen sind nicht geil, ich komme geil. Ist kein Problem. Bei der Polizeikontrolle, ja, da werd ich geil. Die Polizistin, ich bin fest, ja, da werd ich geil. Ha, 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 ha. Dann noch ein Bier, dann wär ich geil. Ha, ha, ich bin so geil. Ich bin so geil. Ich bin geil. Ha, 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 ha. Gratis kein Strecken. Wie kommt es eigentlich auf die Texte? Naja, es ist einfach so. So was Ablenkendes. Nein, das ist jetzt so Ablenkendes. Naja, die Texte, auch Texte kommen, weil wir einfach crazy people sind. Crazy minds haben. Und weil wir sich so eine Thematik und lachen können. Genau. Und genau das ist der Grund, weil wir einfach über Huren lachen können. Ja. Und weil wir konfrontiert sind mit ganz vielen Huren. Wir werden konfrontiert mit ganz vielen Huren. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir ins Buff gehen, sondern dass es sehr viele Mädels gibt, die was einfach nur mal auf Geld schauen, auf Status schauen. Und unser einer, die was ein bisschen anders sind als normale, schaut dem auch. Schaut dem auch. Und schaut er mir auch. Ja. Ja, die haben es halt schwer und ja. Vor allem leicht. Ich find's eh witzig. Ja, Gott sei Dank, da ja, bist ja, du ja, richtig. Ja, 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 da bist du und, da richtig. Und das geht's mir jetzt gar nicht mit dem Ablenken. Es geht mir nur um Ablenken, dass ich sage, ich darf nach Graz kommen. Und er sagt, der hat's nicht nötig. Also Nein, ich weiß nicht, das ist mir eindeutig. Ich darf nach Graz kommen. Ich hab nicht gesagt, dass ich in Graz komme. Naja, aber wer... Nein, hab ich nicht gesagt, oder? Ja. Nein, hab ich das gesagt? Wie bescheuert holst du uns eigentlich alle? Nein, hab ich das gesagt? Ja, du holst uns so viel komplett bescheuert, oder? Das hab ich jetzt nicht gesagt. Ja, okay, komm. Das hab ich jetzt nicht gesagt. Ja, aber du glaubst nicht wirklich, dass wir so deppert sind. Aber ist egal. Ich bin lieb. Und zu Weihnachten kann man nicht la sein? Ja, in dem Zustand fährst du nirgends dahin. Ich hab nicht gesagt, dass ich wohin fahre. Ich hab gesagt, dass ich obi fahren kann. Ob ich fahren lassen kann. Nein, der alte fährt halt eh nicht. Aber ich fahre halt nicht. Außer wenn er es umbringen will, dann kann er gerne. Nein, das tue ich nicht. Das weißt du. Ah, okay, passt. Das weißt du ganz genau. Ich lass mich auf Wolken fahren. Ich bringe ihn um. Ja, okay, ist auch okay für mich. Ich sehe es nicht zum letzten Mal. Ich finde Mittel und Wege, wie ich nach Graz komme. Aber die Melli will meine da haben. Das ist alles.
ganz ehrlich, doch. Da frage ich mich nur eins. Ey, was soll denn der Scheiß? Was soll der Scheiß? Na, was soll denn der ist Scheiß? Ist ja Franzelei, was? Ist ja Franzelei. Ich komme nach Graz, habe ich, und keiner will mich. Genau. Und das kann es nämlich nicht sein. Und die Frage muss jetzt einmal beantwortet werden. Melanie, was soll der Scheiß? Im Original kaltes Eis. Reimt sie sogar, witzigerweise. Ich gebe mir extra mal Fliege da auf. Und dann darf ich nicht einmal nach Graz kommen. Hey, was soll denn der Scheiß? Glaubst, dass ich nix überreiß, du Hure. Nicht du, Mädel, das ist sicher. Ist ein Lied? Ja. Jetzt hab ich ihn Beweis. Auf der Couch darf ich schlafen. Und zwar schwarz auf weiß, du Hure. Ist okay. Ich glaub, wir kehren's auf. Bis zum Schluss. Zerplatzt ist der Traum, weil ich jetzt gehen muss. Du hast mich betrogen, du blöde Hure. Ich hoffe es für die Game, aber jetzt ist das genug. Hey, was soll denn der Scheiß? Glaubst, dass ich nix überreiß, du Hure? Warum darf ich nur auf der Couch schlafen? Jetzt hab ich ihn Beweis. Und zwar schwarz auf weiß, du Hure. Ich hab glaubt, wir kehren's auf. Bis zum Schluss. Zerplatzt ist der Traum, weil ich es gehen muss. Du hast mich betrogen, du blöde Hure. Ich hab es für dich heim, aber jetzt ist das genug. Das ist voll gemein. Danke. Hey, was soll denn der Scheiß? Glaubst, dass ich nix überreiß, du Hure? Jetzt hab ich ihn Beweis. Danke. Und zwar schwarz auf weiß, du Hure. Das war jetzt eine Show-Eck. Hier im Buch steht. Ihr seid ja bei einer Show, also da kann man ruhig sich mal ein bisschen aufführen. Schwierig ist dann mit dem Bierflug. Jetzt kriege ich eine Antwort mehr von der Melli. Ebenfalls eine gute Nacht und danke, Crystal Meth. Crystal Meth. So. Kriegt jetzt da alle eine Antwort von der Melanie oder wie schauen wir aus? Was heißt das da eigentlich? Mella Missan. Trophin? Misanthrop ist ein jemand, der was Menschen hasst. Ah. Misanthropin ist eine Frau, die Menschen hasst. Ja, nein. Aber okay. Ich hab gefragt. Was hab ich gefragt? Weiß ich nicht. Ich muss auf der Couch schlafen. Ja, warum muss ich auf der Couch schlafen? Genau das. Das war die Frage. Du musst dann bauen. Ja, bauen ist besser als auf der Couch. Du kennst alle Dodli. Aber nein, die Melli weiß ganz genau, was ich meine. Warum muss ich auf der Couch schlafen? Das ist gemein. Also, ladies and gentlemen, auf YouTube, ich weiß das ganz genau, was es eigentlich ist. Warum muss ich auf der Couch schlafen? Warum muss ich auf der Couch schlafen? Ja? Ja, wir waren. Diese Frage wird jetzt beantwortet und ich gehe aufs Klo. Der Alte geht da alle bremsen. Weil das schafft er hoffentlich noch. Naja, jetzt sind jetzt noch fast umgewahrt. Setz mich, was kommt gut? Sitz schön, du kannst schlafen, wo du willst. In deinem Bett auch? In deinem Bett auch? Jetzt wird's knusprig da erinnern, Freunde. Am 24.12. bei der Legendary Oldie Crowbros Christmas Afternoon Show kann der Alte in deiner Hapfen auch schlafen. Und verpasst er meinen letzten Herzinfarkt, oder? Oder lässt er ihm leider noch doch immer leiden, so wie er ist? Ich Du? Naja, ich weiß nicht. An was du mal eingewirst. Sie schreibt. Lass einmal zu. Sie halt die Pappen, sie hat geschrieben. Sie hat geschrieben, außer. 10 Monate, Alter. Nein, nur 10 Monate. Er hört schon wieder nicht zu. Ich hör dich ja nicht. Das
ja. Ja, deswegen, er hört mir und gibt trotzdem Antwort drauf, wenn ich sage, er hört mir nicht zu und er sagt, ich hört aber nicht zu. Ja, weiß ich nicht. Hat an die Tür auf. Ja. Ich weiß halt, wie man sowas machen kann. Weißt, einer der intimsten Momente ist nicht, wenn man einen Orgasmus hat oder wenn man kommt. Meiner Meinung nach, sondern auch Freunde, wenn man scheiße oder brunzen geht. Aber gewisse Herrschaften, egal welchen Alters, was man fuckt, ist heißelt die offen. Ist egal. Das ist schon ausnahmsweise, teile ich aber ungern mein Bett. Ausnahmsweise, aber sie teilt ungern ihr Bett. Das heißt, du hast die Genehmigung in ihrer Hapfen zum Schlafen. Aber Melli, in meinem Bett darfst du immer schlafen. Frauen teilen ihr Bett nicht gern. Glaubst du, ich teile mein Bett gern? Nein, ich teile mein Bett mit der Melli gern. Ja, aber auch nicht mit der Melli. Nein, aber mit der Melli. Ja, genau. Das ist ein Unterschied. So, Freunde. So, Freunde der Blasmusik. Freunde der Blasmusik, heute pfeifen wir uns noch runter. Wir haben jetzt dann auch gut. Bitte? Das wollen wir uns erhoffen. Das wollen wir uns erhoffen, weil. Ja, wenn der Weihnachtsmann schon nicht kommt, können wir wenig völlig kommen. Aber nicht der Weihnachtsmann, sondern der Fickolaus mit seinem Gespritzgebäck. Aber ich habe ein gutes Bild für. Meins ist aber nicht so groß wie deins, meine ich. Naja, das weißt du ja nicht. Das ist, erstmal ist das scheißegal, zweitens einmal kann man sich zusammenkuscheln und das ist eigentlich viel besser, wenn das Bett klein ist. Naja. Psst. Das Bett ist, es ist besser, wenn das Bett klein ist, mein Lieb. Vor allem zu Weihnachten. Da kann man sich zusammenkuscheln. Muss man jetzt mal gesagt haben. Ich zeige jetzt dem Wolfgang ein schönes Bild. Das ist einfach so geil. Zeigt mir jetzt schnell ein schönes Bild. Und dann bewegen wir uns langsam. Das ist ein lustiges Bild. Ich sag's euch auch, wenn man sieht. Und dann bewegen wir uns langsam zum Grande Finale des Part 2. Weil in einer Viertelstunde ist der Speicher voll. Wieder mal. Pass auf, siehst du das? Ja. Schau her. Zeig das her. Das ist ja mal was. Ihr müsst das sehen, Freunde. Das ist müsst das sehen. Also, es spielt ein bisschen, halt ein bisschen. Gib's ein bisschen das Handy. Da auch, damit die anderen da auch sehen. Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ, Motherfucker, Alter! Das ist echt geil. Also, da hast du nicht zu viel versprochen. Ich hab gesagt, ich hab einfach geschrocken. Jesus-Kopf auf! Und was du so sagst, wenn ich die Haare offen hab, schau aus wie Jesus. Ja. Gut! Mameli. Wie gesagt, wir bewegen uns langsam zum Finale und wir werden jetzt da gleich meinen nächsten Out testen. Nämlich, ich glaube, das, was der Mann nicht eigentlich sagen will, ist folgendes. Echt, das müssen wir machen. Ja, das ist einfach ein ganz tiefes Lied. Im Original Going Back West, er will da folgendes sagen. Gibst mir den Rest, eine Frau, nicht mein Bruder. Ah, okay. Du gibst mir den Rest, also schleich dich nicht, du blöde Bruder. Das will ich sagen. Du gibst mir den Rest. Das will ich sagen. Du bist nicht, du blöde. Den Rest gibst. Rest nicht. Du gibst mir den Rest, eine Frau, nein, Ruhe. Ich brauch kein Bett mehr, Ruhe. Du gibst mir den Rest. Also schleich dich, du blöde Ruhe. Das will ich dir nicht sagen. Ich muss dir nur sagen, komm. Schleich dich, du blöde Ruhe. Ich will das nicht zu dir sagen. Du gibst mir den Rest. Heute brauch ich meine Ruhe. Aber zu einem anderen vielleicht. Du gibst mir den Rest. Also schleich dich, du blöde Ruhe. Du gibst mir den Rest. Du gibst mir den Rest, alte Frau. Was ist denn nett von dir? Was ist denn? Du gibst mir den Rest, also schleich dich, du blöde Hure. Jetzt glaubt sie, ich würde zu ihr sein. Du gibst mir den Rest, schleich dich, du blöde Hure. Naja, ich würde dir irgendwie schauen, dass ich zu dir auch gemeint habe. Aber wenn du das willst, dann nicht. Es ist echt erbärmlich, wie du dich gerade so einknirst. Nein, ich nehme nicht ein, ich muss so wie du es machen. Du weißt, dass ich kein Ficker bin. Wenn ich ein Ficker war, dann war das erbärmlich. Warum ist das erbärmlich? Du hast ja gesagt, es ist erbärmlich. Warum fragst du mich jetzt da? Weil du einfach. Nein, du.
Das kannst du nicht machen. Siehst du, und der Alte hat es wieder mal nicht. Ich hab sie. Nein, hast du nicht. Ich hab nicht. Du warst offensichtlich beleidigt, weil du gesagt hast, du gibst bei der Rest, also schleicht du blöde Hure. Und du hast die ganze Zeit während des Liedes genau. Schon wieder mal nicht zu. Du warst wieder nicht früher dabei. Ganz genau, so ist es. Immer einfach nur die Pappen aufgemacht. Genau so ist es. Weil du einfach nur Angst hast, dass du nicht mit ihr treffen kannst. Das ist der Grund. Genau das ist der Grund. Genau. Genau so ist es. Genau das. Ja. Freunde der Nacht Part 2. Ein Lied singen wir noch. Das ist... Na, wir haben noch 10 Minuten. Knapp 10 Minuten. Wir singen noch ein Lied und dann war's das wieder. Zwei Lieder. Gehen sie aus. Ich gebe dir einen Hieb. Mach mal, ich gebe dir einen Hieb, okay. Weil das ist ja das, was ich mit Wolfgang machen kann. Weil er glaubt, ich habe es nicht verstanden. Du kannst mir ruhig eine schmieren. Aber das ist doch der Todeswürde. Lass deine Wichsgriffe bei dir. Ich weiß eh, dass du mich nicht erschöst. Ich weiß es. Du weißt es aber mehr. Ich weiß es nicht, Entschuldigung. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nichts mehr heute. Ja, ich weiß gar nichts mehr. Whisky, Bier und auch das Rest. Whisky, Zeit. Bier, Wein, so sollte das sein. Es ist schon längst. Ja, dann machen wir nochmal vorne. Ich weiß nicht. Hallo Wolfgang, ich glaube, wir singen zusammen. Das ist ja nicht eingefärbt. Ja, aber jeder weiß, dass du anfängst. Wie ist das auch? Wann muss ich anfangen? Sag ich dann. Jetzt. Ich hab dich zärtlich an dich gedacht. Wie du behutsam und ganz sacht dich rot und blau gemacht. Du kommst, wann ich möchte, gehst morgens um 8. Tausend und eine. Eine Nacht. Komm mal. Ich geb dir einen Hieb. Ich hieb dich wie nie zuvor. Ich geb dir einen Hieb. Ich schlag dir auf das Ohr. Du wolltest dich nicht anbinden. Dafür muss ich dich hauen. Eine Fick-Beziehung mit dir, das war mein Traum. Doch dir war's viel zu früh. Es gibt bestimmt auch noch bessere, andere als mich. Du willst dich erst umsehen. Ich hau dir ins Gesicht. Ich geb dir einen Hieb, mein Hieb. Ich hieb dich wie nie zuvor. Ich geb dir einen Hieb, mein Hieb. Ich schlag dir auf das Ohr. Ich geb dir einen Hieb, mein Hieb. Valentin, ich hieb dich wie nie zuvor. Ich geb dir einen Hieb, mein Hieb. Ich schlag dir auf das Ohr. Ich geb dir einen Hieb. Auf den Hieb, ich hieb dich wie nie zuvor. Ich geb dir Hieb, ne Hieb, ich schlag dir auf das Ohr. Hey Valentine! Alright! Melli, bist du da? Du weißt ganz genau, dass es nur eine liebe Geste von mir war, dass ich zu dir kommen darf. Und nicht, weil ich notgeil bin. Wie die alle Dolden nennen mir. Ich bin immer geil. Er ist immer notgeil. Das war doch ein schönes Weihnachtsgeschenk von mir, oder? Ja. Da war der Fikolaus. Der Fikolaus. Hi, Welli. Dankeschön. Danke. Was ist denn das da eigentlich?
Was ist das? Das wollte ich nur mal ausprobieren. Drück mal auf. Das wollte ich. Ha, 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 ha. Nicht, nein. Du musst da auf X drücken. Das siehst du nicht, gell? Aha, okay. Also, die Melli hat gesagt, sie wollte das nur mal ausprobieren. Sie wollte eine Live-Frage stellen. Ihr könnt gerne Live-Fragen stellen. Ja, Valentine, es tut mir leid. Ich kann mich jetzt nicht beherrschen und. Ich weiß halt, ficken ist eine schöne Sache und man fickt halt gern. Aber nicht an jeden. Da muss man aufpassen. Weil manche haben AIDS. Manche haben Syphilis, Tripper. Prost. Und Hämorrhoiden, da muss man aufpassen. Ich weiß nicht, ob Hämorrhoiden. Nein, Hämorrhoiden sind nicht ansteckend. Naja, aber Hämorrhoiden sind scheiße, weil du Arsch pumpsen müsst. Genau so ist es. Genau das ist es. Die Melli ist weg. Ich hab mich verlassen. Valentine, morgen 15 Uhr stehst bei mir vor der Tür. Gut, wir machen zu zunächst. Und um 17 Uhr ist der Wolfgang bei mir. Um 17 Uhr bin ich bei ihm. 2 Stunden habt ihr Zeit. Schnacksel. In 2 Stunden, ja, da geht schon. Da geht schon ein bisschen Arschbacken, das passt schon. Ja, und ein bisschen. Jetzt singen wir noch ein Lied, das nennt sie. Was können wir denn da machen? Was, Ohamani? Mein Melli, du musst doch genauer schreiben. Muss beim Alten ein bisschen aufpassen, was der Alte. Arschbumsen ist nicht geil. Nein, Arschbumsen ist nicht geil. Habe ich einmal da, brauche ich nicht ein zweites Mal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er mag halt nicht gern was hinten rein. Nein. So, wir sind halt wieder ziemlich geil unterwegs. Und im Moment, per Favore. Ich krieg den Scheiß nicht weg. Nachdem jetzt eigentlich. Was machst du? Ich krieg's nicht weg. Wenn du beim Handy runterst, ist irgendwie so eine 50-50 Chance. Merk dir einfach, was du gesagt hast. Melli. Was verlangst du von. Was verlangst du von. Nein, was verlangst du von uns da? Was verlangst du von mir und vom Wolfgang, dass wir uns merken, was wir gesagt haben? Hey, sie verlangt das von dir, du Trautl. Sie hat geschrieben, du und nicht ihr. Ich will nicht immer ganze Sätze schreiben. Naja, aber okay, wenn du das so schreibst, passt es ja eigentlich. So. War ganz Satz. Machen wir ein Lied zum Abschluss des Part 2. Ein bisschen was Flottes, also haben wir ein bisschen was Zares gemacht, ein bisschen was Dings. Weine nicht. Und keiner von euch braucht warnen, wann Folgendes passiert. Weine nicht, wenn ich dich bescheiß, dam dam, dam dam. Ich bin ein Pimp, wie jeder weiß, dam dam, dam dam. Weine nicht, wenn ich Huren flieg und dir davon Bilder schick. Weine nicht, du weißt eh Bescheid. Jetzt ist's wieder soweit. Ich weiß nur, wer das gesagt hat. Weine nicht, wenn ich dir fremd geh. Dam, dam. Noch dem Gerd. Dam, dam. Es tut nicht nur deiner Schwester weh. Dam, dam. Dam, dam. Weine nicht, wenn ich das ist weg, Cock. Ich hatte heute mal wieder Bock. Weine nicht, du weißt eh Bescheid. Jetzt ist's wieder soweit. Oh. Melli, ich schreib dir gleich zu. Es ist tief, es ist einer der tiefsten Lieder. Ja, wirklich eines der tiefsten Lieder. Weine nicht, wenn ich dich verarsch. Dam, dam. Dam, dam. Deine Mutter bläst mir den Marsch. Dam, dam. Willst du es kaum? Dam, dam. Warum auch nicht? Weine nicht, wenn ich dein Mutter leck und sie danach von hinten fleck. Weine nicht, du weißt eh Bescheid. Jetzt ist's wieder soweit. Mama, dein. Weine nicht, wenn ich dein Mutter fick und dir davon Bilder schick. Weine nicht, du weißt eh Bescheid. Jetzt ist's wieder soweit. Ladies and Gentlemen, wir sehen uns. Dir verwirrt's heute nicht mehr. Schauen wir mal, ich glaube, mit uns zwar geht's heute noch ziemlich bergauf.
Und wenn ihr das miterleben wollt, dann schaut in 10 Minuten wieder ein bei Part 3, der Legendary OD Crow Bros Christmas Afternoon Show. Das ist so ein langer Name, den kriegen wir nachher nicht mehr raus. Melli, es tut mir leid, falls ich dich irgendwie vom Kopf gestoßen habe. Na bitte, fang zum Rehren an. So, wir sehen uns in 10 Minuten wieder, Freunde. Und Wolfgang, es tut mir leid. Das ist immer. Im Gesicht. Du tust mir auch leid, dass du nicht so gut bist.